I welcome very warm-hearted ich begrüße Gerst, ganz herzlich Michael Gerst, der einen Abschluss in Forstwissenschaft trägt. Er ist Diplom-Forstwissenschaftler und seit 2001 führt er den Landesbetrieb Hessen Forst mit 343.000 Hektar Staatswald, also ein Großteil des hessischen Körperschafts- und Privatwaldes. Und ich begrüße Lutz Hofheinz. Er ist der Leiter des Forstbetriebs Hanau-Wolfgang. Zu seinem beruflichen Engagement gehörten lang- und kurzfristige Beratungseinsätze in verschiedenen Ländern, darunter auch ein dreijähriger Aufenthalt in Indonesien. Und herzlich willkommen Michelle Sundermann, die Presseleiterin bei Hessen Forst ist, Pressesprecherin. Zuvor haben Sie als Wissenschaftlerin in Naturwaldforschungsprojekten gearbeitet und Hessen Forst in seinem Engagement in der internationalen Entwicklungshilfe unterstützt. Sie haben eine Präsentation mitgebracht und fangen Sie gerne an. Ich kümmere mich um Kaffee und Wasser für Sie. Nun, wir haben auch einen kurzen Film mitgebracht, den würden wir vielleicht zuerst gerne abspielen, wenn das möglich ist. Hessen ist das waldreichste Bundesland in Deutschland. Unser Wald ist Lebensgrundlage für viele Tier- und Pflanzenarten und für uns Menschen. In unseren Wäldern lebt ein großer Teil unserer biologischen Vielfalt. Der Wald hat aber auch große Bedeutung für die Umwelt. Er filtert das Wasser und schützt den Boden. Unser Wald ist Klimaschützer, indem er der Atmosphäre den Kohlenstoff entzieht und im Holz speichert. In langlebigen Holzprodukten lagern wir den schädlichen Kohlenstoff ein. Unser Wald ist Arbeitsplatz. Seit 300 Jahren sind wir zukünftigen Generationen verpflichtet und bewirtschaften den Wald nachhaltig. Wir ernten nur so viel, wie nachwächst. Wir sind leidenschaftliche Förster und begeisterte Naturschützer. Wir helfen dem Wald, das Klima zu retten. Hessen Forst. Beständigkeit, Lebendigkeit, Wachstum. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine große Freude für uns, heute hier mit der Documenta 15 zusammenzuwirken. Sie haben in den vorhergehenden Beiträgen erlebt, wie hoch die Bedeutung des Waldes in Indonesien, im Amazonasgebiet, letztlich weltweit ist. Wir haben eine kleine Präsentation mitgebracht und ich möchte mit ihr einen Bogen spannen, und zwar über die letzten 2000 Jahre hinweg. Vor 2000 Jahren hat ein bekannter römischer Schriftsteller, Plinius der Ältere, festgehalten, als das größte dem Menschen gegebene Geschenk gelten Wälder und Bäume. Und ich glaube, dass diese Aussage bis heute Bedeutung hat und deshalb auch eine sehr intensive Bindung von uns Menschen mit Wald und Bäumen besteht. Wir springen jetzt etwas näher heran. 1700 Jahre später hat man festgestellt, dass der Umgang mit Wald und Bäumen über viele Jahrhunderte in unseren Breiten nicht sehr rücksichtsvoll gewesen ist. In Deutschland waren vor rund 300 Jahren nur noch 11% der Landfläche bewaldet. Das war Grund für den ein oder anderen nachzudenken und sich zu überlegen, wie kann es gelingen, dass wir mehr Wald erhalten und diesen Wald so behandeln, dass auch künftige Generationen etwas davon haben. Und das ist letztlich der Grundsatz der Nachhaltigkeit, der uns bis heute leitet und ein ganz zentrales Motiv darstellt. In diesen 300 Jahren wurde Wald aufgebaut. Zunächst ging es darum,
die Holzbereitstellung und die Holznutzung nachhaltig zu gestalten. In den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten hat sich natürlich der gesellschaftliche Bedarf an die Ressource Wald und an das Ökosystem Wald deutlich verändert. Dies führt dazu, dass wir heute einen wesentlich weiteren Blick auf das Thema Nachhaltigkeit haben, in dem die verschiedenen Dimensionen, die ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension im Blick zu behalten sind. Und hierbei ist noch einmal der Punkt der Biodiversität von besonderer Bedeutung, weil das eine sehr wichtige Grundlage nicht nur für die Stabilität von Wäldern, sondern insbesondere auch für uns Menschen insgesamt darstellt. Der Wald, und das möchte ich hier nur kurz einflechten, hat natürlich auch eine gute Bedeutung, eine sehr wichtige Bedeutung für uns als Kulturmenschen, als Kulturschaffende und als Kulturgenießende. Das Holz, der Wald, kommt in der Musik vor, in der Literatur, in der bildenden Kunst. Also es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, die wir schätzen, und das motiviert uns auch, hier mit Ihnen besonders zusammenzuarbeiten und heute hier zusammen zu sein. Wir hatten vorhin relativ heile Bilder gesehen. Diese Bilder haben sich in den letzten Jahren tatsächlich gewandelt. Wir alle erleben den Klimawandel. Wir sehen, dass es auch in Glasgow vermutlich nicht gelingen wird, das 1,5 Grad Ziel, so zu vereinbaren, dass eine realistische Chance besteht, tatsächlich bis zum Jahr 2050 es zu erreichen. Was wir gleichzeitig erleben, sind die Veränderungen in unserem natürlichen Umfeld. Den Anstieg der Temperatur, die Veränderungen bei den Niederschlägen und häufige Witterungsextreme. Und ich möchte hier ganz kurz nur auf die Witterungsextreme der letzten 3 Jahre zu sprechen kommen. Es gibt eine Untersuchung der Helmholtz-Gesellschaft, die den Trockenindex in den Böden in 1,80 Meter Tiefe misst. Dieser Dürremonitor ist hier noch einmal kurz zusammengestellt für den Zeitraum von 2018 Januar bis zum Ende des Jahres 2020. Sie sehen oben links immer die Monatsangabe und auf der anderen Seite die Veränderung, die sich in dieser Dürrephase ergibt. Je dunkler rot, desto trockener der Boden und damit desto problematischer für das Waldwachstum. Wir sind jetzt im Juni und kommen in den Herbst des Jahres 2018. Wo Kassel liegt, können Sie, glaube ich, gut nachvollziehen. Das ist in der Mitte Deutschlands. Und wir sehen insbesondere im Jahr 2019 eine deutliche Veränderung, permanente Dürre in den weiten Regionen des Landes Hessen, die sich auch im Jahr 2020 so fortgesetzt hat. Das alles führt dazu, dass das Baumwachstum beeinträchtigt wird, dass Bäume unter der Dürre leiden, trocken werden, dass in der Folge Käfer, Borkenkäfer, günstigere Bedingungen für ihre Entwicklung erhalten und dann wiederum Bäume angreifen und zum Absterben bringen. Und das sind typische Bilder, die jetzt diese Folgen beschreiben. Wenn diese Bäume befallen sind, gibt es für die Forstleute nur eine Möglichkeit. Sie müssen möglichst schnell entnommen werden und aus dem Wald heraustransportiert, damit nicht eine Infektion noch gesunder Waldbestände erfolgen kann. Das Ergebnis dieses Prozesses sind weite Kahlflächen. Diese Kahlflächen sind für uns Forstleute hier in Hessen sehr ungewohnt, weil wir eine naturnahe Waldbewirtschaftung betreiben, seit vielen Jahrzehnten, die darauf Wert legt, dass Bäume im Wald bleiben und kontinuierlich ein Bestand, ein Dauerwald unterhalten wird. Diese Flächen sind aber nicht das Einzige. Es gibt weiterhin in der Verjüngung von Laubbaumbeständen, auch Trockniserscheinungen, und das bedeutet, dass ganze nachwachsende Kulturen und nachwachsende Verjüngungen nicht mehr sich entwickeln können. Und schließlich ist auch eine landesprägende Baumart, die Buche, von diesen Dürreentwicklungen sehr stark betroffen.
Wir verzeichnen seit 2 Jahren landesweit, aber gehäuft in Südhessen, gravierende Absterbeerscheinungen dieser bestimmenden und dieser wichtigen und naturnahen Baumart in unserem Land. Und das macht uns sehr große Sorgen, weil wir auch nicht absehen können, dass dieser Prozess innehält und wir eine Entspannung der Lage erhalten. Auch ein weiterer Baum, die Kiefer, ist dann von einem Pilz betroffen worden und auf großen Flächen sind auch hier Bäume abgestorben. Alles, was bunt lila ist und nicht grün, sind von Pilzen befallene Bäume. Das alles macht uns sehr, sehr große Sorgen und wir sehen, dass eben die Situation des Waldes, der eigentlich Kohlenstoff speichern kann und dazu ja, beste Voraussetzungen bietet, heute und jetzt einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, beeinträchtigt ist. Und deshalb ist es ein ganz wichtiges Ziel, diese Baumbestände zu erhalten, die Klimaschutzfunktionen des Waldes weiter auszubauen und die vorhandenen Wälder so zu stabilisieren, dass ihre Klimaschutzfunktionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verbessert sind. Dazu gibt es gute Ansatzpunkte und ich denke, dass die Kolleginnen und Kollegen anschließend auf diese Möglichkeiten, die sich hier bieten, und wir müssen ja auch einen Optimismus entwickeln und nach vorne schauen. Es gibt Gestaltungsmöglichkeiten, hier einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und das wollen wir auch in den nächsten Jahren mit großem Engagement voranbringen und die Documenta 15 beteiligt sich an diesem Prozess. Da freuen wir uns sehr bei einer klimastabilen Wiederbewaldung einer Kahlfläche im Reinhardswald, ganz in der Nähe von Kassel. Okay, thanks. Thank you very much. Wow, I'm excited. Vielen Dank. Wow, ich bin richtig aufgeregt. Ja, fantastisch, was wir hier erleben können, also was Sie alles tun, die Künstler und diese Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Und deswegen sind wir ja auch hier und deswegen sind wir voll dabei. Wir haben eine kurze Zusammenfassung gesehen oder gehört, besser gesagt, über das, was im Wald in Hessen los ist. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, um die Rolle der Förster zu verstehen, einen Blick zurückzuwerfen. Wir wissen ja, dass wir schon über 30 Jahre hier einen Umbau des Waldes vorgenommen haben. Also das ist kein ganz neues Thema. Wir wollen versuchen, natürlich einen natürlichen Wald, der aber auch produktiv sein kann, wiederherzustellen. Wir glauben auch, dass die Nützlichkeit, der Schutz, der Freizeitwert des Waldes alles Hand in Hand gehen kann und bewahrt werden kann. Aber es ist natürlich auch so, dass der Klimawandel den Konversionsprozess beschleunigt. Und es gibt natürlich viele Kahlstellen, von denen wir gerade gehört haben. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Auch gibt es tatsächlich einen Mangel an Pflanzen. Denn wir sind ja nicht alleine mit dem Absterben der Bäume. Und jeder will jetzt neu aufforsten. Und das heißt, es gibt gar nicht genügend Pflanzen. Dann haben wir noch ein weiteres Problem, nämlich die Facharbeiter. Ja, wir haben gar nicht genügend, die sich mit diesem Thema auskennen. Und das heißt, auch hier gibt es eine Knappheit. Unsere Entwicklungsziele in Bezug auf den Wald, damit wir ihn tauglich machen für die Herausforderungen der Zukunft, da gibt es natürlich diese folgenden Funktionen, die wir berücksichtigen müssen. Also ist genügend Wasser vorhanden? Welche Leitlinien berücksichtigen wir? Wie sieht das aus mit den Baumarten und die Naturschutzziele sind sehr wichtig. Die Möglichkeit, eben auch Freizeitwert zu schaffen, zu bewahren. Und vielleicht noch einen kleinen
kurzen Überblick über die Maßnahmen, die wir in der Zukunft vorhalten wollen. Also wir wollen mindestens 4 Baumspezies in jedem Baumbestand, also im Wald haben. Das heißt, wir wollen das mischen. Wir wollen nun nicht alle Kahlflächen neu bepflanzen. Das wird erstmal nicht angedacht. Aber es ist natürlich auch so, dass wir hoffen und auch darauf bauen, dass der Wald selber sich aussieht in Teilen, also dass nicht alles neu von uns angepflanzt werden muss. Aber zum Beispiel gerade bei den Fichten denken wir, dass die Fichte wahrscheinlich über kurz oder lang bei uns nicht mehr heimisch sein wird. Aber natürlich wird es erst einmal noch Triebe geben, Setzlinge und so weiter. Das ist jetzt hier dieser Ort, Reinhardswald, von dem wir schon gehört haben, wo wir zusammen mit der Documenta 15 agieren, also Reinhardshagen genauer gesagt, im Reinhardswald gelegen. Und da werden wir also 22 Hektar wieder aufforsten, 200.000 Pflanzen. Und vor allem wird es dann Eiche sein, die wir pflanzen. Und wir werden in 3 Wochen damit beginnen, also diesen Herbst schon. Wir versuchen, die Öffentlichkeit einzubinden, und zwar nächsten Frühjahr, indem wir sozusagen Events um diese Pflanzung herum machen. Eine kurze Zusammenfassung noch. Also natürlich sind die Bäume vom Klimawandel betroffen, aber gleichzeitig sind sie Teil der Lösung. Ja, wir wissen ja, dass sie auch CO2 speichern. Und jeder Kohlenstofffußabdruck bedeutet, dass klimaschädliche Substanzen ersetzt werden können durch den Baum, den wir neu pflanzen. Aber natürlich können wir auch versuchen, mehr Holz einzusetzen als Baumaterial. Und diese sind Maßnahmen, die aktive Klimaschutzmaßnahmen sind. Und das bedeutet mehr Nachhaltigkeit, zu der wir gelangen wollen. Ja, vielen Dank. Guten Tag allerseits. Also, natürlich sind wir jetzt schon weit im Nachmittag drin und ich hoffe, Sie haben aber trotzdem Ihren Enthusiasmus noch nicht verloren und Ihre Möglichkeit, noch zuzuhören vor der Kaffeepause. Also, Hanau-Wolfgang ist ein Waldteil, über den ich jetzt sprechen möchte. Das ist dieses Referat Forstwirtschaft Hanau-Wolfgang, von dem ich komme. Mein Name ist Lutz Hofheinz. Wir sind in der Betriebsleitung aktiv, die vom Hessen Forst bewirtschaftet wird. Das ist jetzt unsere Alltagsbeschäftigung sozusagen, die unter der Ägide von 39 Landratsämtern steht. Es gibt allgemeine Maßnahmen, allgemeine Aufgaben, aber wir haben auch besondere Einsätze. Wir haben zum Beispiel das Hessen Forst Saatzentrum. Und wir haben auch eine Baumschule, eine zentrale Baumschule, wo wir die Setzlinge züchten, die wir dann später in den Wald pflanzen. Also Ausgangslage sozusagen, wo kommen wir her? Das ist hier ein Bild, um Ihnen Eindruck zu geben, tja, wo wir aktiv sind. Also die Ausgangslage ist ja bereits dargestellt worden. Man sieht, wie die Bäume, der Wald heute teilweise aussieht. Wir wissen eigentlich recht gut, wie wir Nachhaltigkeit schaffen können, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet.
Wir versuchen, die Waldbesitzer zu unterstützen, und zwar sowohl die privaten als auch die staatlichen Wälder, und ein Aufforstungsprogramm zu fahren. Naja, das ist natürlich nicht eine Aufgabe, die innerhalb von 2 Jahren bewältigt werden kann, sondern es mag schon Jahrzehnte in Anspruch nehmen, also wie wir ja auch vorher schon gehört haben. Wir unterstützen das Programm auf verschiedene Art und Weise. Und ein wichtiger Beitrag besteht darin, Baumtriebe, Baumsetzlinge zu produzieren, um im gesamten Bundesland Material vorzuhalten zur Wiederaufforstung. Also wie machen wir das? Es gibt also natürlich in Deutschland immer, wie Sie wissen, viele Regeln, die zu beachten sind. Und das heißt, wir sammeln jetzt nicht irgendwo Waldbaumsamen ein, sondern wir verwenden nur Samen aus zertifizierten Baumbeständen. Und wir beobachten also, gibt es Saatgut, gibt es Samen an den Bäumen, dann sammeln wir sie manuell oder auch mit speziellen technischen Geräten, und dann werden sie verarbeitet. Also das heißt, sie müssen sauber gemacht werden, dann müssen sie getrocknet werden, gelagert. Einige davon halten sogar einige Jahrzehnte. Das können wir dann zum Beispiel einfrieren. Wir können sie dann später heranziehen, um in einigen Jahrzehnten noch aufzuzüchten. Ja, wir haben also natürlich sehr unterschiedliche Samen. Sie können sehr klein sein, einige Millimeter, aber auch recht groß. Also zum Beispiel Eichen sind, da haben wir größere Samen als zum Beispiel bei der Fichte. Also deswegen müssen wir natürlich diese unterschiedlichen Samen auch individuell behandeln. Wir haben, wie gesagt, auch unsere eigene Baumschule, aber das Saatgut stellen wir bereit für nicht nur die Baumschule Hessen Forst, sondern auch für private Baumschulen und für die einzelnen Waldbesitzer. Also 100 Tonnen Samen haben wir letzte Woche eingesammelt. Also das ist jetzt nicht nur mal hier so eine Tasche voll. Das sind mehrere Tonnen, 63 Tonnen von Eichensamen. Und naja, Sie können sich natürlich vorstellen, das ist ein Gewicht, das kann man nicht mal eben so nebenbei sammeln. Wir haben also, wie gesagt, diese Baumschule in Hanau, und es ist deswegen für uns von großer Bedeutung, diese vorzuhalten, weil wir wirklich sehr starke, gute, gesunde Samen haben wollen, eine Qualität sicherstellen wollen, damit tatsächlich sie besser ausgesät werden können, damit sie besser überleben können, also viel besser, als wenn sie aus anderen Quellen stammen würden. Also wir bereiten den Boden vor. Wir haben, wie gesagt, dann das Saatgut aus den Baumschulen, aber wir arbeiten eben auch zusammen mit anderen. Wir verpflanzen die Setzlinge nach einer Saison oder nach 2 bis 4 Jahren, und dann bringen wir sie entweder in unsere Partnerbüros in den Provinzen, und diese pflanzen sie dann in die Wälder ein. Es ist aber sehr, sehr wichtig zu wissen, dass die Setzlinge in der Regel wurzelnackt sind. Also das sind wirklich Setzlinge, die wir da haben, die ganz frisch eingepflanzt werden müssen, weil es ansonsten nicht funktioniert mit dem Anwachsen.
Im letzten Jahr haben wir über 1 Million Setzlinge von unserer Baumschule erzeugen können und haben sie natürlich verteilt an eben die anderen Baumschulen, die privaten, unsere Wälder. Und das ist also ein Beitrag für unsere Waldbesitzer in Hessen, aber es ist natürlich einfach sehr wichtig als Möglichkeit, unsere Wälder wieder nachhaltiger werden zu lassen. Schlussendlich ist es so, ja, nach der Pflanzung ist einfach zu beachten, dass natürlich auch danach noch viel Arbeit anfällt und danach braucht man ebenso viel Erfahrung, um diese Setzlinge dann auch wirklich zum Erfolg zu führen. Also, dass sie anwachsen, dass sie groß werden, da müssen sie richtig bewässert werden, da müssen wir einen bestimmten Anteil von Setzlingen umsetzen vielleicht, aber zusammenführen mit anderen, also bestimmte Strukturen pflanzen, anpflanzen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir brauchen gute Wetterbedingungen, davon hängen wir natürlich auch ab, deswegen pflanzen wir häufig im Frühling, also im Herbst, aber im Frühling finden wir häufig gute Bedingungen, also Dürre ist dann natürlich etwas, was wir nicht brauchen können, sondern das Wasser, das ist für uns natürlich von großer Bedeutung. Gut, vielen Dank. Thank you very. Vielen Dank dafür, dass Sie uns einen Überblick über Ihre Arbeit gegeben haben und eine Vorstellung, wie das im Wald, im lokalen Wald so aussieht. Bei der Documenta 15 freuen wir uns schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen beim Wiederaufpflanzen von Bäumen und wir wollen es öffentlich machen, dass dieses Problem existiert. Jetzt stehen wir kurz vor der Kaffeepause. Nichtsdestotrotz möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie im Publikum zu fragen, ob Sie Fragen haben, die Sie jetzt gerne stellen würden an unsere Gäste. Und dann können wir sofort mit Ihnen anfangen, Herr Spruck. Warten Sie bitte eine Sekunde, bis Ihnen das Mikrofon gebracht wird. Ganz kurz. Wann sind bei Ihnen die roten Lampen angegangen für diese Maßnahmen, die Sie jetzt vorgestellt haben? Das interessiert mich einfach, weil den Borkenkäfer gibt es ja schon ganz lange, Dürre gibt es auch schon ganz lange. Aber wann wurde das kritisch bei Ihnen? Also wir haben bereits im Jahr 2007 unsere Standorte auf die Eignung für Fichten in den künftigen Jahren geprüft und unseren Betrieben Karten zur Verfügung gestellt, die Zonen ausgewiesen haben, in denen ein Nachzucht und ein Anbau von Fichten keinesfalls mehr in Betracht kommt. Also das ist ein jetzt mehrere Jahrzehnte langer Prozess, weil wir beobachten, welche Veränderungen beim Klima festzustellen sind. Unsere Versuchsanstalt misst. Wir sehen die Temperaturen, wir sehen das frühere Blühen von Waldbäumen, das frühere Austreiben von Blättern im Laufe eines Jahres. Und das hat dazu beigetragen, dass wir schon seit Jahrzehnten im Grunde im Umbau sind. Die katastrophalen Entwicklungen, die haben allerdings erst im Jahr 2018 eingesetzt. Die zweite Frage ist, aus welchen Quellen beziehen Sie jetzt die Samen für die Pflanzen, die hier nicht originell schon vorhanden sind, also für Sorten, die nicht heimisch sind? Wir beernten ausschließlich einheimische Bestände und bekommen hier und da etwas Unterstützung aus den Nachbarbundesländern und sehen grundsätzlich davon ab, mit neuen Baumarten im großen Stil zu arbeiten, also mit Baumarten aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel. Das überlassen wir unserer Versuchsanstalt. Die legt Probeflächen an für sowas. Danke.
Ja, vielleicht frage ich nachher. Ich habe aber eine allgemeine Frage zur Wiederaufforstung. Wir haben über Wiederaufforstung gesprochen in unterschiedlichen Regionen, auch in Deutschland. Und wir wissen ja vom Beispiel aus Indonesien und aus anderen Regionen, dass es schwer ist, die Setzlinge lebensfähig zu halten. In Deutschland haben wir natürlich eine lange Tradition der Dokumentierung. Wir wissen, wie ein Setzling gemanagt wird und wie man langfristig die Setzlinge auch erfolgreich einpflanzt. Aber die Frage an Sie ist jetzt, haben Sie schon Erfahrung in der Aufrechterhaltung dieser Mischwald-Wiederaufforstungen? Vielleicht kann ich beginnen. Wir dokumentieren sehr viel. Wir haben gewisse besondere Apps auf Computern und auf den Smartphones, um hier nicht Kontakt zu verlieren zu diesen Waldflächen, denn die müssen ja beobachtet werden und anfangs müssen die mehrfach pro Jahr besucht werden, denn es gibt natürlich auch noch andere Pflanzen, die dort wachsen und vielleicht schädlich sind für die Setzlinge. Dann haben wir vielleicht große und kleine Tiere, die die Setzlinge fressen, also müssen sie geschützt werden und es ist ziemlich anstrengend, die Bäume groß werden zu lassen.